Du fühlst dich in deinem Job fehl am Platze und du bist dir sicher, dass du immer noch nicht deine Berufung gefunden hast. Du weißt aber auf jeden Fall, was eine Berufung ist oder auch nicht. Wenn du es nicht weißt, dann bist du hier genau richtig, denn ich erkläre dir heute, was eine Berufung im Job überhaupt ist. Das Thema Berufung ist, glaube ich, wirklich ein Thema, was ganz viele Menschen interessiert. Denn ich habe es nicht ausgerechnet, aber wie viele Stunden täglich verbringst du auf der Arbeit? Es sind unzählige Stunden und die kluge Weisheit beim Arbeiten lautet jetzt nicht mehr, ich mache diesen Job bis zur Rente, sondern in unserer modernen Arbeitswelt sind wir sehr an Flexibilität gebunden. In unserer modernen digitalen Welt zeichnen sich neue unterschiedliche Berufsbilder ab. Und vielleicht merkst du, wenn du in einem Job bist, na, so richtig gefällt er dir eigentlich nicht mehr. Aber du weißt nicht, in welche Richtung du gehen möchtest. Du hast deine Berufung noch nicht gefunden. Und in dieser Folge möchte ich auf jeden Fall zunächst einmal mit dir klären, was ist eine Berufung überhaupt, um in den nächsten Folgen darauf zu kommen, wie du deine Berufung findest. Denn ich garantiere dir, jeder Mensch hat eine Berufung, einen gewissen Call, der erfüllt werden sollte in deinem Leben. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Druck, ist es aber gar nicht. Denn wir alle haben wahnsinnig tolle Qualitäten, Stärken, Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten, nur wir müssen sie finden. Und wenn wir sie gefunden haben, wissen wir viel, viel mehr, wofür wir in diesem Leben eigentlich berufen sind. Berufung klingt so groß, oder? Berufung klingt so ein bisschen wie, ich habe jetzt den geilen Geistesblitz und ich weiß jetzt endlich, was mein persönlicher Job ist. So leicht ist es nicht. Und es wird auch keine Donnerstimme aus dem Off kommen oder aus dem Himmel, die dir erzählt, liebe, lieber XY, ich berufe dich zu. Nee, so findest du deine Berufung garantiert nicht. Da kannst du beten und hoffen und warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Eine Berufung findet dich tatsächlich nicht einfach so. Es kann sein, dass du langsam erst in deine Berufung reinwächst. Es kann auch so sein, dass du deine Berufung erst nach und nach findest, beziehungsweise dass sich deine Berufung erst nach und nach herauskristallisiert, wenn du dich immer tiefer und besser kennengelernt hast. Klingt alles so ein bisschen nüchtern, oder? Es wäre schön, wenn da oben aus den Wolken eine göttliche Stimme dir hinausposaunen würde, du bist berufen, das zu tun. Ja, so ist es leider nicht. Was aber ist jetzt eigentlich eine Berufung? Arbeit ist für mich persönlich unser Wirken, unser schöpferischer Ausdruck in der Welt. Ich liebe es zu arbeiten. Und ich habe tatsächlich in meinen ersten Jahrzehnten, nachdem die Schule und das Studium zu Ende waren, eine Arbeit gemacht, die ich sehr geliebt habe und die perfekt war für die Jahre zwischen Anfang 20 und Anfang 40. Und irgendwann ging mir der Sinn verloren. Diese Sinnfrage hat mich persönlich in eine ganz tiefe Krise gestürzt, weil ich mir dachte, naja, eigentlich macht mir der Job Spaß, eigentlich bin ich auch erfolgreich, aber irgendwie gab es diese Stimme in mir, die gesagt hat, dein Potenzial ist leider nicht komplett. Da gibt es noch so viel mehr und du bist für was anderes gemacht. Und diese Frage hat mich umgetrieben und wahnsinnig gemacht. Das ist der erste Punkt beim Thema Berufung. Du spürst, dass du deiner Berufung nicht ganz folgst, wenn dir der Sinn in deiner Tätigkeit fehlt. Und ich meine jetzt nicht, dass du dich gerade mal 3, 4, 5 Wochen auf der Arbeit langweilst und du denkst, Mensch, das ist alles sinnlos, was ich hier mache. Beim nächsten Projekt sieht es vielleicht schon wieder anders aus. Wenn du dieses nagende, tiefe Gefühl hast, was Monate, Jahre dein Leben begleitet, eine Stimme, die dir immer wieder leise zuflüstert, das kann es noch nicht gewesen sein, dann kann es sehr gut sein, dass dich gerade deine Berufung ruft, die du aber erstmal finden musst. Dieser Prozess kann lange dauern, kann auch kürzer dauern, aber mein Tipp an dich zunächst, wenn du diese Stimme hörst und sie immer wieder auftaucht, nimm dir mal Zeit, dich genau mit dieser Stimme zu verbinden. Das kann in einer Meditation sein, das kann auch bei einem Spaziergang im Grün sein. Aber hör dir mal selber ganz aufmerksam zu, was dir diese Stimme erzählt. Und dieser Prozess kann wahnsinnig schmerzhaft sein. Denn uns gefällt es natürlich nicht, weil wir wissen, wir werden aus der Komfortzone rausgerissen, wenn wir dieser Stimme folgen. Aber es lohnt sich, dahin zu gucken und vor allen Dingen zuzuhören. Warum? Wenn diese Stimme immer wieder hochploppt, du ihr aber kein Gehör schenkst, kann es auf kurz oder lang sein, dass du in einer gewissen Form nicht mehr wirklich
gerne zur Arbeit gehst. Das ist das Harmloseste. Es kann aber auch Auswirkungen auf deine mentale, geistige oder auch körperliche Gesundheit haben, wenn wir diese Stimme zu lange ignorieren. Ich hatte ein Burnout. Das war mein Wake-up-Call, der mich wirklich niedergerissen hat. Und das war gut so. Es war gut so, weil ich ein knappes Jahr wirklich Zeit hatte, mal alles zu überdenken. Und ich spreche so offen mit dir darüber, weil es ganz, ganz wichtig ist, da kein Tabu mehr rauszumachen. Natürlich ist es eine psychische Erkrankung, aber das greift zu kurz. Für mich war es so, dass ich gespürt habe, das ist meine Seele, die mich dazu zwingt, jetzt innezuhalten und das Feierabend ist mit meinem Leben, mit meinem beruflichen. Also, genug Trübsal geblasen. Punkt Nummer eins. Wenn du diese Stimme kennst, die dir schon seit Monaten, seit Jahren zuflüstert, hey, das kann es doch nicht gewesen sein, dann solltest du dir die Zeit nehmen, diese Stimme mal anzuhören. Punkt Nummer zwei, woran du merkst, dass du gerade nicht deiner Berufung folgst, ist, wenn dir schon seit längerem, und ich meine wieder über Monate, über Jahre, deine Arbeit keine richtige Freude mehr bereitet. Wenn du Dienst nach Vorschrift machst, wenn du merkst, da ist dieses innere Feuer einfach nicht mehr da, vielleicht hast du es auch noch nie auf deiner Arbeit gespürt, dann lohnt es sich auch, nach innen zu gehen und sich mal zu überlegen, ist es wirklich die Tätigkeit, die ich weitermachen möchte? Oder wartet da nicht doch vielleicht noch irgendwas anderes? Das Merkmal Nummer drei, woran du erkennst, warum du nicht deiner Berufung folgst, ist, wenn du nicht auf deine Arbeit in den Flow kommst. Was Flow genau ist, werde ich in den späteren Folgen mit dir behandeln, aber du kennst sicher die Momente, wo du arbeitest oder ein Buch liest. Das haben wir als Kind ganz oft gehabt, so einen Flow, wo wir die Zeit um uns herum vergessen, wo wir eins sind und präsent sind und einfach da sind, jetzt in diesem Moment. Das ist, wenn dein Gehirn in den Flow-Zustand kommt. Und das ist ein wundervoller, verspielter, offener, neugieriger Zustand, der großartig ist. Durch unsere moderne Welt, durch die ganzen Ablenkungen über Social Media und übers Internet haben wir nach und nach verlernt, in diesen Flow-Zustand zu kommen, weil wir nicht mehr kontinuierlich am Stück arbeiten. Es ist eine Riesengefahr. Aber nichtsdestotrotz, wenn du spürst, dass du auf deiner Arbeit diese Flow-Zustände gar nicht hast, ist es für mich immer ein ganz wichtiger Hinweis zu merken, also irgendwie bin ich ablenkbar. Irgendwie bin ich nicht in diesem Glücksmodus, in diesem kreativen Erschaffungs-Schöpferin-Modus, der eigentlich in deiner Arbeit da sein müsste. Nicht immer. Manchmal ist Arbeit auch Monotonie. Ich möchte jetzt dir hier keine Flöhe ins Ohr setzen und so tun, als wäre Arbeit immer nur Jux und Dollerei und man müsste ständig im Flow sein. Das ist natürlich Quatsch. Aber wenn du merkst, dass dich die Arbeit eher belastet, dass du diese kreativen Zustände nicht mehr hast, dass du keine Leidenschaften mehr in deine Arbeit reinbringst, dass dir irgendwie dieses Feuer, was vielleicht am Anfang da war oder vielleicht nie da war, einfach fehlt bzw. gar nicht vorhanden ist, dann lohnt es sich auch nochmal darüber nachzudenken, ob du nicht vielleicht an deiner Berufung komplett vorbeilebst. Und das ist einfach bescheuert, weil wir werden, bis wir 67 sind, mit unserer Arbeit konfrontiert sein. Und es ist, glaube ich, nicht wirklich der Lebenssinn und der Lebenszweck, wenn man auf seiner Arbeit rumsitzt und diese Arbeitszeit absitzt. Und ich kenne so viele Menschen, die sagen, oh, hier, wenn die Rente da ist, dann vergiss es. Kann sein, dass du mit 68 tot umfällst. Ja, und dann hast du ein Leben geführt, was dich A, unglücklich gemacht hat, B, was du verschwendet hast und C, wo du deine Talente nicht genutzt hast. Mir ist es wirklich ein Herzensanliegen, dir den Mut und den Input zu geben, da dein Leben und die Vorstellung von deiner Arbeit nochmal zu revolutionieren, dass du mal in dich gehst, genau diese Themen nochmal für dich durcharbeitest und wirklich dich fragst, möchte ich so auf dieser Arbeit, mit dieser Arbeit, in dieser Arbeit für den Rest meines Lebens, bis ich 67 bin, verharren oder durchhalten im schlechtesten Fall. Falls nicht, kann ich dich nur ermutigen, höre in die nächsten Folgen rein, denn da gebe ich dir ganz konkrete Tipps. Zum einen, wie konkret man eine Berufung herausfindet und vor allen Dingen, wie man eine Berufung nach und nach angeht. Denn ich habe mittlerweile, kann ich sagen, ein bisschen so meinen Lebenszweck gefunden. Ich bin aus der Medienbranche ausgestiegen und stelle mein berufliches Tätigkeitsfeld seit 2 Jahren um. Ich habe die Coaching-Ausbildung gemacht, arbeite jetzt als Trainerin und als Coach und ich kann nur sagen, das war immer schon mein Lebensziel. Und wie ich das herausgefunden habe, das lasse ich auch einfließen, denn diese Berufung hat mich garantiert nicht einfach gerufen oder ich wusste von Anfang an, ich werde das. Es war ein Prozess und der hat sich verdammt nochmal gelohnt. Und das wünsche ich dir auch. In diesem Sinne, ich freue mich sehr auf dich nächste Woche, denn da geht es um deine Passions, Leidenschaften. Tja.
Ich bin mal gespannt, ob du welche hast. Bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Ali.